Wie Sie sehen, kann es sich als durchaus anstrengend darstellen, alle Peripheriegeräte im Überblick zu behalten. Es kostet nicht nur Zeit, sondern auch Nerven. Das muss aber nicht sein. Die Wittmann-Gruppe bietet mit der Wittmann 4.0 Technologie OneScreen Solution hier Abhilfe. Ich zeige Ihnen heute, wie Sie über eine zentrale Bedieneinheit der Maschinensteuerung alle Peripheriegeräte im Überblick behalten können. Und wenn wir alle sagen, dann meinen wir auch alle. Vom Temperiergerät, dem Inrun Recycling, über der R9 Robotersteuerung bis hin zur Einbindung eines übergeordneten MES-Systems. Und das kann nur Wittmann. Heutzutage verfügen die meisten Peripheriegeräte über einen Bildschirm, um eine Interaktion zwischen Bediener und Gerät zu ermöglichen. Da diese Geräte meist um die Spritzgießmaschine verteilt stehen, muss die Bedienung aber auch genau dort erfolgen. Anders bei Wittmann. In der Smart Work Cell von Wittmann bedienen Sie von der Maschine über die Peripheriegeräte bis hin zur Automatisierungstechnik alle Ihre Komponenten innerhalb der Produktionszelle zentral über eine Steuerung. Oder remote, ganz bequem von Ihrem Büro aus. Um mich zu vergewissern, ob die vorhandene Konfiguration mit meinem nächsten Spritzgießprozess kompatibel ist, prüfe ich das Werkzeugdatenblatt an der Maschinensteuerung. Und wie das funktioniert, das zeige ich Ihnen jetzt. Und während unsere Maschine weiterproduziert, bereiten wir uns schon mal für den nächsten Prozess vor. Dafür wechseln wir auf die Seite der Datensätze und wählen unseren nächsten Datensatz aus. In unserem Fall den Wittmann 4.0 Datensatz. Im Anschluss wechseln wir auf die Moldcard. Die Moldcard ist unser Werkzeugdatenblatt. Das Werkzeugdatenblatt bildet alle prozessrelevanten Parameter ab, die wir für Ihren nächsten Prozess benötigen. Des Weiteren sagt das Werkzeugdatenblatt Ihnen aber aus, welche Optionen Sie benötigen. In unserem Fall benötigen wir hier beispielsweise 4 Luftventile und 2 Temperaturregelstellen. Glücklicherweise verfügt die Maschine über 4 Luftventile und 8 Temperaturregelstellen. Sprich, das Werkzeugdatenblatt gibt uns das Feedback, dass dieser Prozess auf unserer Maschine gefahren werden kann. Das ist aber noch nicht alles. Über die Wittmann 4.0 Schnittstelle berät uns das Werkzeugdatenblatt auch, welche Peripheriegeräte für diesen Prozess von Notwendigkeit ist. Beispielsweise sehen wir hier, dass der Tempo, der Atom und der R9 mit unserer Maschine verbunden sind und auch in unserem Werkzeugdatenblatt abgebildet sind. Momentan fehlt uns noch der Gravimax. Aber der ist in Sekundenschnelle miteinander verbunden. Ohne Wittmann 4.0 müssen wir alle Peripheriegeräte manuell mit Informationen versorgen. Der Bediener muss von einem Gerät zum nächsten gehen, um die manuelle Eingabe durchführen zu können. Dadurch kann es zu Fehleingaben kommen. Auch Störungen an den Geräten werden von der Maschine nicht wahrgenommen und können sich auf die Teilequalität auswirken. Das Resultat etwaiger Einflüsse kann sich in erhöhten Ausschuss bis hin zu Maschinenstillständen bemerkbar machen. Ganz zu schweigen von den Laufmetern, die ich gerade zurückgelegt habe. Mit Wittmann 4.0 wären Sie in nur wenigen Schritten bereit für Ihren nächsten Prozess. Durch das Laden des Datensatzes werden alle Peripheriegeräte automatisch mit den aktuellsten Informationen versorgt und Ihre Produktion ist startklar. Hallo Markus. Hallo Vincent. Schön, dass du da bist. Danke. Markus Stadler ist unser Produktspezialist für Wittmann 4.0. Markus, erzähl mal, was macht Wittmann 4.0 für dich so besonders? Ja, Wittmann 4.0 ist eine große Erleichterung für unsere Kunden und zeigt, was technologisch möglich ist. Denn vor vielen Jahren, kann ich mich zurückerinnern, hat uns ein Kunde voller Stolz gezeigt, wie er seine Maschine mittels VNC-Verbindung über seinen Laptop überwacht. Heutzutage überwacht er mit seinem Tablet vom Büro aus nicht nur die Maschine, sondern alle Peripheriegeräte, ändert Temperaturen, stellt Werte ein. Und das alles von einem Endgerät? So ist es. Egal ob Laptop, Smartphone, Stand-PC, alles ist möglich. Und diese Kommunikation innerhalb dieser Produktionszelle zwischen Peripheriegeräten und Spritzgießmaschine, ist das alles, was Wittmann 4.0 kann? Nein, Wittmann 4.0 ist individuell konfigurierbar für jeden unserer Kunden und beinhaltet Integrationen in ein MES-System, Qualitätssicherung, verschnellte Rüstzeiten durch Datensatzspeicherung, Remote Maintenance durch unsere Servicetechniker und vieles mehr. Das spart ja am Ende des Tages dann auch nochmal viel Geld. So ist es. Und Wege. Das nenne ich Innovation. Das nenne ich Wittmann. Wir haben heute einiges über Wittmann 4.0 gehört. Sollten Sie nähere Informationen über Ihre zukünftige
Wird man 4.0 Smart Workcell benötigen, besuchen Sie uns einfach unter www.wittmann-group.com.